wir hier lang. Nicht da. Hier? Achso, hier. Dann gehen wir von hier nach unten. Obwohl, warte mal, hier ist irgendwo der Ausgang von der Maschine. Ich hau das mal weg. Ja, da ist der Ausgang von der... Mist. Dirtpile. Hier ist der Ausgang der Maschine. Da ist das Ding. Das heißt, wir machen jetzt von hier unten... Hier kommt ein Better Barrel ran. Und zwar das mit den Setzlingen. Und von da aus geht dann ein Abpumpding dahin, dass es denn da rein tut. Das heißt, wir brauchen erstmal so eine halbe Treppe da hoch, dass ich nicht später immer wieder dort peilen muss. So, nehmen wir dich mal mit. Bist ja eine wichtige Maschine. Dann hätten wir gern Better Barrel. Hoch. Dazu brauchen wir Holz, Holz und noch mehr Holz. Zack. Und zack und zack. Und so. Das war schon. Dann kommen wir mit dem Better Barrel dahin. Das Ding hat immer noch keine Lava. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Better Barrel. Better Barrel dahin. Dann brauchen wir ein Setzling. Kommen wir da ran? Kommen wir da? Die Rohre sind doof, was das angeht, dass man nicht von ihnen aus hochspringen kann. Das heißt, wir machen so, so. Jetzt komme ich daran, okay. Gib mir bitte einen Setzling. Danke. Setzlinge bitte hier, hier. Du da. Du isst jetzt Setzlinge. Dann kommt von dir aus ein Item Duct. Da, da, du kommst weg. Du musst allerdings ein Ausgang sein und du brauchst einen Schalter. Und ich weiß nicht, ob wir Schalter an die Decke hängen können. Zumal da ja auch ein Half-Slap ist. So. Schalter kriege ich schnell hin. Stick, Kobbel, Schalter. Weg, weg, weg. Schalter. Oh, es geht kopfüber, sehr schön. Das heißt, der pumpt jetzt Oak Saplings raus, tut sie da rein. Das Ding hat immer noch keine Lava. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Fluid Lava. Naja, habe ich nicht. Werden die durchgehend nachbefüllt? Sieht so aus. Bist du an? Ja, bist du. Okay. Also Lava ist ein Problem. Ein großes Problem. Vielleicht kann die Maschine jetzt nicht testen. Na gut, wir machen es aber mit dem Eimer. Wir machen so Kickstart-Kabel-mäßig das Ganze. Gucken, ob ich meine Konstruktion wieder raufkomme. Hops, 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 hops. Hops. Nein. Nein, ich will kein Better Barrel haben mit Crescent Hammern. Das wäre doch ein wenig komisch. Und ich bin am Verhungern. Gib mir bitte das, gib mir bitte das, gib mir bitte Saft. Alles nicht so einfach hier. So, jetzt ein Lava da rein. Und der müsste jetzt schon anfangen zu arbeiten. Und zwar tierisch schnell. Energie füllt sich und er ist idle, weil die andere Maschine jetzt erstmal abernten muss. Gucken wir hoch. Sehr geil. Okay. Das hat definitiv funktioniert. Ist zwar nicht ganz die Größe, die ich gerne hätte. Ich hätte es gerne noch ein größer, aber das ist Wayne. Haben wir halt einen schönen Grasrahmen drumherum. Ja, und die werden jetzt nach und nach natürlich wachsen. Sobald sie gewachsen sind, wird der da die wegmachen. Problem hierbei ist nur, dass er... Ha. Wenn wir ihn jetzt mittig hinsetzen... Also,
dahin, wo der Sludge-Spoiler ist, Sludge-Tank ist. Macht er denn alle? Oder macht er nur hier drei Felder breit und nach vorne durch das verstärkte Meer? Ich weiß nicht, ob das verstärkte einfach nur nach vorne verlängert oder auch zu den Seiten. Das müssten wir dann mal testen. Das heißt, die Maschine wird jetzt auch gleich umgebaut. Die wird hier hingestellt. Also immer noch im Weg. Wir können sie auf der Rückseite hinstellen, da müssen wir ja gar nicht hin. Ja, okay. Plattform hier weiter wegbauen. Also sie kommt auf die Westseite dieser Plattform. Da das ja die mittlere westliche Insel ist, geht es hier nicht weiter. Das heißt, sie stört nicht. Und wenn man sie warten muss, kann man immer noch schnell ran. Das ist vollkommen okay. Weg mit euch, weg mit euch. Also das muss jetzt alles weggebaut werden. So, du müsstest gleich abgebaut werden. Gib mir mal kurz das Bohrmehl. Wir haben das Ding hier um 5 erweitert. Also müsste es, diese 3 macht es normalerweise, 1, 2, 3, 4, 5, bis hier gehen. Wenn es auch zur Seite erweitert. Das testen wir jetzt einfach, indem wir den Baum hier hochpushen und in den Bäumen stecken bleiben. Wenn er die beiden Bäume jetzt abbaut, ist alles gut. Um schon beschäftigt zu sein. Oh, er scheint verstopft zu sein. Keine Energie. Nein, wir haben echt keine Lava mehr. Das ist... Okay, nächstes Projekt, was ansteht. Lava. Wir brauchen ganz viel Energie. Dafür brauchen wir ganz viel Lehm. Das ist doof. Crucible da. Braucht Porzellan. Clay und Bohrmehl. Okay. Das heißt, wir nehmen unseren Eimer. Wir packen die Tools weg. Wir sortieren das ganze Zeug hier mal ein. Weg, 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 weg. So. Dann hätten wir gerne Dust. So. Nee. Doch nur Wasser haben. Haben wir hier irgendwo ein Barrel in der Nähe von... Oh, du bist vollgestopft. Ne, wir haben natürlich kein Barrel hier. Hier wäre es ja auch praktisch, ein Barrel zu haben. Ich glaube, oben hatten wir sowas, oder? Oder habe ich die Barrels jetzt weggerissen? Weil, ah ne, die Barrels sind noch da. Okay, alles gut, alles gut. Dust. Clay, Clay. Wasser. Wasser. Clay, Clay. Ich habe auch so ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Und als ich es damals gemacht habe, habe ich irgendwas Tolles ideentechnisch gehabt, wie wir das verbessern könnten. Aber ich habe keine Ahnung, was das war. Du, das mit, das mit. So, 7 Clayblöcke. Gucken wir mal. Sind jeweils 4, also sind das 28. Und wir brauchen 7 für einen. Okay. Du, weg. Geht sie hier ganz kurz auf. 4 Anfeuer Crucible. Ist ein Anfang, aber ist nicht wirklich viel. Erstmal müssen die gefeiert werden. Ja. Dann gucken wir, wo die genau hinkommen. Weil ich hier so wirklich geradeaus erweitern? Doch, könnten wir. Du bist unser Anhaltsblock gewesen. Du kannst doch ruhig unser Anhaltsblock bleiben. Du musst immer nach unten. Das heißt, das hier ist die Mitte. Mitte, 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 Mitte und so. Das heißt, wir machen einfach hier die Reihe weiter. Mit vielleicht so einem kleinen Übergang, dass man von hier aus darüber kraxeln kann. Ich glaube, du kannst inzwischen weg. So. Und dann, ja, wird das hier einfach erweitert. Und hier der Anschluss wird nach da erweitert. Das ist wirklich absolut unkompliziert. Hat irgendjemand Lava über? Nee, ne? Ich hätte gerne Lava. Ich glaube, ich klaue mir jetzt Ofen. Einfach hier die Lava. Sehr gut. Cobblestone. Wir bräuchten hier jetzt Cobblestone-Boden. Wegen Feuergefahr und so.
okay, du musst dann auch weg. So, Koppel, Koppel. 1, 2, 3, 4. Ja, wir könnten es auch mit fließender Lava machen. Hatten wir sogar hier, ne? Ja, ist alles fließende Lava. Ich weiß nicht, ob das schneller oder langsamer war. Das hatten wir, glaube ich, getestet. Das müsste auch so gehen. Okay, das heißt, wir huschen jetzt nach oben, holen unsere 4 neuen Crucibles. Was aber definitiv viel, 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 viel mehr werden müssen. Das müssen 20, 30 Stück werden. Sonst reicht das hinten und vorne nicht mit Energie. Aber wie gesagt, kleine Schritte, alles gut. Du. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Du, Crescent Hammer. Dich machen wir mal weg. Wir stellen dich nämlich so ein, dass erst, wenn alle Crucibles befüllt sind, also der Weg möglichst lang ist, erst dann wirst du oben zum Pulverizer gebracht. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nach und nach mit Steinen füllen. Boah, ist das langsam. Ich bin so ein Fan vom ME-System später. Das macht das Ganze so viel schneller. So, das wird geschmolzen. Jetzt müsste es noch abgepumpt werden. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Schalter. Mehr Sticks. Mehr Schalter. Mehr Fluidacts. Zim, 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 zim. Ausgang, 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 Ausgang. Klick, 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 klick. Sehr schön. Das hat unsere Lava-Produktion jetzt fast verdoppelt. Gut, 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 gut. Also, gucken wir hoch. Was machen die Maschinen? Wir können uns einfach hier auch regelmäßig was klauen, um die Dinger zu befeuern. Du hast anscheinend jetzt genug. Und du hast die Bäume da hinten weggemacht. Und das Ding unten füllt alles durchgehend auf. Das müsste jetzt ein selbsterhaltender Kreislauf sein. Hier oben werden durchgehend Bäume weggeholzt, die Setzlinge werden unten reingepumpt, die Setzlinge werden neu hingesetzt und es sind so dermaßen viele Setzlinge, dass wir nicht mal Bohnenmehl brauchen, weil irgendein Baum poppt immer hoch und wird gleich neu gesetzt. Also, ne? Bohnenmehl brauchen wir gar nicht. Und Sludge bildet sich zuhauf. Wir brauchen unbedingt einen Sludge-Boiler. Also, was habe ich noch alles zu tun? Ofen könnte noch ein Stockwerk höher. Wir brauchen mehr Better Barrels. Wir müssen das mit dem Planter hier nochmal machen. Dass der Planter hier auch automatisiert. Wir brauchen da noch mehr Barrels für Fleisch. Wir könnten gucken. Wir kriegen jetzt keine Blätter mehr. Also wir können ihn zwischenzeitlich kurz mal umstellen auf bitte Blätter absäbeln. Aber wir müssen darauf achten, dass unten das einigermaßen gut versorgt ist. Wir haben keine Möglichkeit, schnell zu gucken, wie viel Zeug noch hier drin ist. Das ist ein bisschen unpraktisch. Und die Konstruktion sieht einfach nur doof aus und ist unsicher wegen Monsterspawn. So, 18 Stück. Ist nicht so viel. Nö. Aber es müsste sich mit der Zeit immer weiter füllen, bis wir hier 16 Stacks Saplings haben. Und wenn das denn mal der Fall sein sollte, dann können wir wirklich oben einstellen, Shear Leaves, yes. Dann haben wir ganz viele Leaves und die können wir automatisch zu dem Kompostierer da hinten schicken. Also das wird auch was. Wir müssen unbedingt die Crucibles hier erweitern. Und da dann wahrscheinlich noch eine Reihe neben oder hinter setzen. Weil es bietet sich an. Hier die Reihe, wo die ganzen Schalter jetzt sind. Dass wir hier einfach nochmal Lava machen und darüber noch eine Reihe Crucibles. Und dann teilen die sich alle das Fluidakt hier, das in der Mitte durchläuft. Und dann sieht das auch langsam gut aus. Einziges Problem sind da die Schalter. Ich musste gucken, wie ich da ein Redstone-Signal hinbekomme. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das auch noch. Gravel, Sand und so weiter sieht... Warum machst du nichts? Wir bekommen kein Gravel.
Oh, wo kommen wir? Kein Gravel. Jump, jump, jump. Du warst doof. Jump, jump, so. Du bekommst Cobblestone. Du produzierst aus Cobblestone Gravel. Ich würde so gerne fliegen können jetzt inzwischen. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe einen neuen Weg gefunden. Aha! Sehr gut. Also. Oh, du hast kein Abpump-Ding. Hä? Du hast oben... Da kommt Gravel raus, da kommt Sand raus. Sand wird rausgepumpt. Hier kommt Sand raus, da kommt Dust raus. Wird nicht abgepumpt, also ist nicht rot. Aber es müsste trotzdem rausgedrückt werden, sonst würde es sich hier sammeln. Und ja, wir kriegen kein Gravel, weil alles Gravel verschnetzelt wird zu Sand. Das ist unpraktisch. Brauchen wir Dust überhaupt noch? Dust brauchen wir für Redstone und dergleichen. Also ist schon ziemlich wichtig.